So eine Katze, Lucy. Lucy! Eine Katze! Da rennt sie! Oh, jetzt nicht mehr. Siggy! Was ist denn hier los? Ist das schon wieder alles dreckig? Alles schmuddelig oder was? Boah, erstmal auf Kackpot. Und dann duschen. Und dann essen? Lalala, ich geh duschen, haha. Ha. Du hast dich jetzt doch nicht im Ernst eingepullert, ne? Och Mann. Ich kann mir vorstellen, dass das drückt, aber musst du dich denn anpissen? Sag doch vor Bescheid, Mann. Na komm, hier geht's ran. Ja, ist in Ordnung. Was ist los bei dir? Kaputt und müde? Schlafen? Sarus auch, hm? Ja. Er vereinsamt. Was? So, wen habe ich denn jetzt angedrückt hier? Sie. Was macht sie noch? Ja, baden. Weinen. Weil ihr ein Blödsinn passiert ist. Oh. 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 Das ist doch nicht dein Ernte. Im Stehen schlafen. Geh doch ins Bett, bitte. Bitte geh ins Bett. Schnucki. Jetzt komm, lauf ins Bett. Lauf ins Bett! Wer hat doch wieder wach, verdammt. Zwei doofe Sachen passiert, naja. Passiert. Aber da kann ich trotzdem mal was schauen. Eben was Lustiges, weil ich sehe das mit diesen Punkten gerade so sehr. Es gibt hier doch diese lustigen Sachen. Was ist das denn? Was macht das hier? Reprogrammieren. Das Ding ist witzig. Mann! Das Ding ist witzig. Wenn die oben die Laune relativ grün haben, können die damit total repariert werden. Aber die können auch total in den Arsch gehen damit. Das ist total witzig, das Ding. Komm, ich stelle das mal hier hin. Gekauft. Meins. Stell ich gleich mal irgendwen rein. Was ist das für ein Napf? Wie viele Punkte habe ich denn hier? Ist das insgesamte Punkte? Nee, das sind seine und seine. Gelddruckmaschine. Geldfälschmaschine. Ja, die kaufe ich mal als nächstes. Als großes nächstes. Und er, nee. Aber hier kaufe ich vielleicht nochmal was für den Hund. Hund, Hund, wo war das, diese Napf? Da, ist das ein Napf? Perfekt, für Tiere. Möglichst lange knabbern möchten. Was kostet das? 10.000? Ja, komm, können wir uns mal einfach hier gönnen. Da, so ein komischer Napf. Jetzt möchte ich mir aber doch mal diese Sachen hier anschauen. Sind langsam Komfort und Freunde. Brauchst du sowieso nicht so viel. Drei, vier. Das ist sowieso ganz cool. Urlaubstag, Urlaubstag. Sink langsamer Komfort und ultra fruchtbar. Die Chance, Zwillinge. Zwillinge. Was ist das hier? Nebenlaufbahn? Laufbahn gegrillter Käse. Gegrillten Käse servieren, gegrillten Käse
Sims zubereiten, gegrillten Käse. Ach, über unterhalten. Jetzt hängt er. Hallo? Was ist das hier? Nimmer satter Magen. Gott. Bedürfnisse singen. Gemälde, gegrillter Käse. Ja, natürlich. Nehmen wir gegrillten Käse. Ach so, warte mal. Ist das Nebenlaufbahn? Ach, das sind diese drei Extra-Dinger da, ne? Ach, cool. Freunde und Spaß singt weniger, ne? Lecker. Nee, nee, nehme ich hier den gegrillten Käse. Oder? Nee, ich nehme einfach so das scheiß gegrillten Käse. Davon nehme ich und das kann ich auch mal nehmen hier, da und da. Hat man nur 6 Stück? Man hat nur 6 Stück insgesamt, ne? Oh. Dann nehme ich aber keine Laufbahn gegrillten Käse. Aber ich weiß ja nicht, wie ich das hier das nehmen sollte. Anflehen, wenn ich schlecht bin, dass sie mir das nicht wegnehmen können oder so. Komfort und Spaß. Spaß und Hunger. Ultra. Kann ich die Punkte jederzeit wieder wegnehmen oder so? Das wüsste ich gerne. Nee, kann ich nicht. Wüsste ich Punkte, bla bla bla, Lebenslaufbahnvorteile, bla, okay. Was kann er hier? Nebenlaufbahn. Käse. Nee. Was ist das hier? Geschäftssinn. Um Arbeitsplatz betteln. Ach, was nehme ich denn? Das Arbeitsdingen hier. Ich denke, ich nehme hier diese Arbeitsreihe hier. Und hier nochmal so. Und Saro? Saro? Der nimmt hier Geld. Finanztipps gegen Bares, wenn er. Wenn man kannst du Experten, bestimmt ist. Aha. Nehmen wir einfach mal das und hier, den. Aber der hat nicht so viele Punkte, ne? Nur 5. Ja, hier, Geld. Zack, 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 zack. Vielleicht kommt irgendwann später nochmal neue dazu oder so, ne? Das wär's. So, nein, es regnet nicht, das hörst du gar nicht. Das interessiert dich nicht, wenn du schläfst. Warum liegst du so komisch auf dem Bett rum? Du sollst schlafen, Mann. Natürlich hat sie jetzt wieder einen doofen Notfall. Du bist doch bescheuert, Alter. Ich schick dich schlafen und du machst diese Faxen. Im Ernst. Schlafen? Natürlich. Freunde. Du hast keine Freunde. Du bist einsam. So. Jetzt bin ich ein bisschen groggy und kaputt und so. Und würde erstmal sagen, mache ich eine Aufnahmepause und wir sehen uns hier nächstes Mal wieder. Obwohl, nein, haha, ich will doch das ausprobieren noch eben schnell. Sao, mein Freund, jetzt probier mal hier deine, das Ding hier aus. Das will ich einmal noch eben sehen und dann mache ich Aufnahmepause. So. Bin ich jetzt mal gespannt. Passiert dabei irgendwas? Oh, es ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut.
Oh nein! Oh nein! Oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Saro geht uns noch kaputt. Was wär's? So, und ob Saro uns kaputt geht oder was wir auch immer mit dem machen, das sehen wir nächstes Mal in der nächsten Aufnahme. Würde ich mal sagen, bis dann! Hallo und willkommen zurück zu Sims 2. Ja, jetzt geht's hier los mit dem Saro. Weil der ist ja völlig im Arsch. Also richtig, er sollte mal schnell was essen. Ich komme hier rein. Saro noch im Arsch von der Maschine hier. Blöde Maschine. Und dann ist auch noch alles hier verschimmelt. Ich fasse es nicht. Hier, mach mal deine Nudelkotze. Ich will nicht, dass er verreckt, weil wenn das hier auf Null fällt, dann stirbt er. Ja, ist in Ordnung. Friss. Okay, okay, warte mal. Schnell duschen und dann, schlafen. Alter, hoffe ich, dass er am nächsten Tag wieder zurechtkommt. Muss er arbeiten? Ja, genau. 11 bis irgendwas. Oh, er sollte pennen, unbedingt. So, irgendwas Interessantes hier? Nicht so wirklich. Was passiert? Der Hund ist wach. Hund interessiert mich aber gerade gar nicht so. Freunde. Fehlt dem Hund. Oh, 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 was ist da los? Schmuddelig bis zum geht nicht mehr in der Küche. Ey, eine Lebensmittelvergiftung. Warum frisst du den Scheiß auch? Ich dreh durch. Warum machst du sowas? Im Ernst. Sollte ich mal die Küche aufräumen? Alter, wie kommen Menschen auf solche Ideen? Och, das merkt man doch, wenn was schlecht ist. Sind sie da zusammen am Abwaschen? Ich dreh durch. Na gut. Immer die Sauerei hier vorne, ne? Komfort und Hunger. Hier, mach doch mal, was vorbereiten. Gefüllte Waffeln. Ich weiß immer noch nicht genau, was das sein soll. Womit sind die gefüllt? Oder so. Hast du? Freunde, Hunger, Spaß. Hier. Essen. Aha. Ist ja schon wieder los. Hast du auch Hunger? Ja, du hast Hunger. Okay. Der Hund hängt schon wieder da rum. Befehlen zu essen, jo. Es leuchtet schon so verdächtig. Was ist das? Ich bin ein bisschen müde. Was auch schon los war. Fängt gar nicht an zu hupen. Jetzt hupt er. Ist jetzt langsam fertig hier mit Essen? Was hat sie jetzt? Ja, das muss ich jetzt unbedingt mit aufnehmen. Voll am Abkotzen. Hm.
Ach so, ich wollte schon sagen, sonst sieht das Klo mal aus wie weiß nicht was. Also richtig schmullig. Jetzt ist auf, Junge! Hier, den ganzen anderen Rest kannst du auch noch aufessen. Obwohl, nö, muss gleich zur Arbeit. Eine Minute kommt ein Bus. Du? Sie hat immer noch Hunger. Was ist denn das? Wird sie nicht satt oder was ist das? Post schon wieder. Warum wirst du nicht satt? Was ist denn schon wieder? Löwe. Ron, warum heißt der Löwe? Gehst jetzt mal zur Arbeit, Alter. Ist das so schwer? Im Ernst. Sie hat immer noch Hunger oder schon wieder? Hier. Ah, schon wieder am Abkotzen. Ich dreh durch. Ja, waha. Ach ja, was haben wir besser zu tun, als ihr zuzugucken, wenn sie badet? Gibt's ja gerade im Moment nichts. Sind alle auf Arbeit. Lalala. So, jetzt spule ich das erstmal. Das dauert mir sonst zu lange. So, was willst du tun? Essen. Die Reste wegstellen. Und dann kochst du mal was Anständiges hier für den Mittag. Mittagessen servieren? Mittagessen? Zu Mittag, Mittagessen? Hä? Oma Supersuppe. Natürlich, Oma Supersuppe. Mach mal Oma Supersuppe. Ah, kannst nicht aufräumen? Oh Gott, jetzt geht's los hier. Was geht los? Oh Gott. Das Kind kommt. Oh Gott. Jetzt geht's los. Oh, je câble flambant, hein? Possible? Prends la tige! Nobu! Fashion fatigue! Ein Baby! Ich dreh durch, was ist es? Ein Junge! Ein Junge, wie nennen wir den? Moment, warte, wie nennen wir den? Konrad. Konrad heißt er? Nennen wir ihn Conny. Was? Klein Conny. Konrad. Hallo Konrad. Willkommen in der Familie. Kann ich nicht mal auswählen, so. Ich habe überhaupt kein Babykram. Schande. Das Mahlzimmer muss jetzt umgebaut werden. Schande. Obwohl, ich glaube nicht, dass das Baby da reinkommt, oder? Hört doch keiner, wenn es schreit. Der Hund kann da erstmal einziehen. So, Hund darf jetzt im Babyzimmer wohnen. Oder im Kinderzimmer. Gut, jetzt brauchen wir erstmal so ein Bett. Ich wüsste wo. Da war es doch. Nee, wo ist es? Zwölf Energie, ich dreh durch. Das braucht aber auch nicht so teuer sein, ne? Die
nehme ich so eins, weil das mich besser gefällt von der Farbe her. Moment, wie stelle ich das denn wohin? So? Mann, was denn? Gott, ist das so schwer. Ich hab das schon richtig gedreht gehabt. Also, eigentlich. Und dann verdreht es sich wieder in eine andere Richtung. Echt, manchmal. Manchmal kotzt mich das Spiel echt an. So, hier, wunderbar. Kindergedöns. Und wenn das größer wird, dann... Wird das überhaupt größer? Ich meine, das wird größer, ne? Zumindest ein bisschen. Egal, werden wir absehen. Vater und Mutter. Plus das Kind. Übererziehung lernen. Ja, dann wirst du mal Übererziehung lernen. Hier. Kannst du dann ins Gitterbett packen.